In einer einsamen Nacht stehe ich alleine am Fenster und lausche dem Wind. Ich frage mich, ob irgendwann Träume keine Qual mehr für mich sind. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play, weil die Spielzeit von diesem Spiel hier soll wohl derzeit so 1 bis 2 Stunden betragen. Und ja, nachdem ich heute auf Twitter erfahren habe, dass die neue Version draußen ist, die wohl unter anderem auch ein Halloween-Event beinhalten soll, habe ich mir gedacht, hey, jetzt ist es an der Zeit aufzunehmen. Ich weiß noch nicht so ganz, ich werde es wahrscheinlich wirklich als Mini-Let's Play machen und in so 15, 20 Minuten Parts rum unterteilen. Auch wenn man natürlich bei einem 1 bis 2 Stunden Ding jetzt das Ganze in ein Video packen könnte, aber ich weiß nicht, ich finde halt die Let's Play Form irgendwie auch als Zuschauer angenehmer. Weil so große Videos, lange Videos sind dann doch eher auch so ein bisschen abschreckend, denke ich. Aber ja, wir befinden uns hier jetzt also in Dampftraum. Ich habe bislang ja nur mal den Vorstellungsthread dazu gelesen, den ich eigentlich recht cool fand und recht ansprechend fand. Und jetzt heute werden wir uns das Ganze mal anschauen. Es ist, glaube ich, sogar für mich eine kleine Premiere, weil es für mich, glaube ich, sogar das erste Spiel mit dem RPG Maker MV gemacht sein wird. Und ja, wie auch schon bei der Vorstellung fällt mir dieser Hauptscreen, dieser Titlescreen sehr angenehm auf. Und was ich auch schon gesehen habe beim RPG Maker MV, es gibt hier wohl Mausunterstützung, weil ich kann hier auch mit dem Mausrad durchgehen. Bin ich mal gespannt, ob die noch zum Tragen kommt. Fehler, ja, das wäre eigentlich das Laden gewesen. Und mir ist auch aufgefallen, man kann, also ich weiß jetzt nicht, ob das Standardsachen sind oder ob das jetzt eventuell erweitert ist, aber Credits? Ich weiß nicht, es könnte sein, dass man hier sogar auch das Hauptmenü erweitern kann um Menüpunkte. Das weiß ich aber nicht. Wie gesagt, ich bin im RPG Maker MV bislang blutiger Anfänger. Also mit den MV kenne ich nicht wirklich. System werden wahrscheinlich... Ah, okay, Einstellungen. Das habe ich mir gedacht. Vollbild lasse ich aus. Immer rennen lasse ich auch aus. Befehl merken? Das machen wir mal an. Ich glaube, das ist fürs Kampfsystem, wobei das hier, glaube ich, nicht wirklich Kämpfe gibt. Dass ich eben Enter tackern kann und dass ich merkt, welchen Zauber ich es zuletzt genommen habe und so weiter und so fort. Language? Oh, sogar multilingual. Ja, krass. Background-Musik. Musik braucht man meist nicht so hoch. Da reicht 40, Leute. Da reicht 40. Wobei, ich mache mal fürs Let's Play 60. Weil ich festgestellt habe, dass da bei mir manchmal die Musik dann doch nicht so gut hörbar ist, wie sie eigentlich gehören sollte. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an Stardust Chronicles und da ist mir echt ein bisschen leid getan, weil da muss man ja dazu sagen, dass ich da ja so ein bisschen zwischen dem guten Orange 4 und der guten Alina's Art so ein bisschen vermittelt hat, weil ich die beide kannte und ich weiß, dass eben sie gerne Musik macht und er noch jemanden gesucht hat, der Musik für das Spiel macht und da habe ich gedacht, ich frage mal bei ihr, ob sie vielleicht Lust hätte bei diesem Hobbyprojekt und bei ihm, ob das für ihn cool wäre und ja, so ist dann eben dazu die Musik entstanden. Ich selber bin leider ein Dulli für Musik machen, deswegen, aber ich habe mir gedacht, dass ich frage bei den beiden mal an und ja, lösche hier alle Spieldaten. Uiuiuiui, das klingt böse. Was ist ME? Map-Effekte oder was? BGS? Ich habe keine Ahnung, wie ich das... Also SE würde ich jetzt Soundeffekte sagen, aber... Ich habe keine Ahnung, was BGS und ME ist. Bin ich ganz ehrlich. Also ja, es gibt manchmal ja Musik, Effekte und Sprache, aber... Hier gibt es 4 Regler für Lautstärke. Ich habe keine Ahnung. Ich mache die mal auf 80. Ich denke, das dürfte so einigermaßen passen. ME könnten Musikeffekte sein, Soundeffekte und BGS, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare. Wie komme ich hier zurück? Escape? Ja. Okay, cool. Kann ich denn dann auch... Credits? Ah, okay, das kann man nicht klicken. Aber, ja. Ich würde sagen, wir schalten einfach mal ein.
Ich habe jetzt schon genug Zeit vertrödelt. Wir sind jetzt schon bei 4 Minuten. Hauptspiel? Was? Ich hab bloß, man kann hier noch was auswählen. Ich kann hier aber nicht rechts-links klicken. Wahrscheinlich muss man das Hauptspiel durchgespielt haben. Ah, jetzt! Jetzt geht's auf einmal. Ah, schöner Dampfeffekt. Fragezeichen? Noch mehr Fragezeichen? Kann man andere Charaktere freischalten oder wie? Das ist ja... interessant, aber wir begeben uns jetzt natürlich ins Hauptspiel. Die anderen können wir ja eh noch nicht nehmen, wie ihr gesehen habt. Die sind ja alle noch mit Fragezeichen versehen. Die muss man wahrscheinlich freischalten. Finde ich aber cool. Finde ich cool. Let's go. Ab ins Hauptspiel. Möchtest du das Intro sehen? Ja, aber logisch doch. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Und ich nehme auch mal schnell die Maus weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Dampftraum synchronisiert seine Spieldaten zwischen den Spielständen. Gefundene Items bleiben beim neuen Spiel erhalten. Menü öffnen, mit Kaya, rede mit Kri. Solo, halte Enter gedrückt. Ah, okay, wir können also scheinbar Kri steuern irgendwie dann später. Aber, ja. Jetzt, mit Kri reden oder Enter gedrückt halten, alles klar. In einer einsamen Nacht stehe ich alleine am Fenster. Und lausche dem Wind. Ich frage mich, ob irgendwann Träume keine Qual mehr für mich sind. Seit einigen Tagen trägt der Wind meine Träume hinfort. Was bleibt, sind nur die schmerzenden Fragen. An einem sonst wunderschönen Ort. Dampftraum. Ach ja, schön. Ich freue mich schon drauf. Und ich muss leider gestehen, dass ich jetzt gerne gesagt hätte, den Namen von dem Dude, der das hier gemacht hat, den ich aber nicht aus dem Kopf weiß. Ich könnte jetzt auf Twitter nachgucken. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Aber es wirkt auf jeden Fall... auf den ersten Moment schon echt gut. Aber ich kann mir diesen Namen, ich kann ihn mir nicht merken. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Jitsu Koan. Da haben wir ihn doch. Jitsu Koan hat das Ganze hier gemacht. Hatte aber viel Unterstützung, wie man gesehen hat, was Grafiken und ja, Sound und Musik und so angeht. Aber die Idee und die programmatische Umsetzung sind quasi von ihm. Okay. Aua, mein Kopf. Wieder dieser Traum. Es ist alles so durcheinander. Ich kann mich kaum an etwas erinnern. Mein Gedächtnis spielt mir wohl einen Streich. Vielleicht bin ich krank geworden. Es scheint ein sonniger Tag zu werden. Vielleicht hilft mir ja ein wenig frische Luft. Ah, die Musik. Schön. Enter drücken geht hier nicht, aber mit Kri kann ich reden. Machen wir. Piep. Bei dir piept's wohl. Huch, dich kenne ich, Kri 1. Kr 1. Ich nenne ihn einfach Kri. Für mich ist es Kri. Hallo, Kaya. Weißt du, was los ist? Irgendwie geht es mir heute nicht so gut. Meine Gedanken fühlen sich unsortiert an. Alles im grünen Bereich. Meine Scans zeigen nichts Auffälliges. Könntest du mich begleiten? Ich schätze, ich werde heute beim Zurechtfinden deine Hilfe brauchen. Ach so, okay. Piep, Befehl wird ausgeführt. Piep, die Klimaanlage steht auf genau 23,14159265359 Grad. Celsius oder Fahrenheit? Das ist viel zu warm. Mach's mal bitte um 0,000002 Grad kalter. Was? Ach so, nee. Ah, okay, nee, steht genau richtig, weil die um 0,001 ist zu warm und 0,0001 ist zu kalt. Dann ist aber eine ganz genau. Oh Mann. Eieiei, was für ein Sensibelchen steuern wir hier denn bitte? Oh. Ja, das ist cool. Das fällt mir jetzt auch schon direkt auf. Als jemanden, der noch keine Pickle Maker MV-Spiele gespielt hat, definitiv. Also, die Maps sind wohl in einem Raster gestaltet, das sieht man noch. Aber man muss sich nicht mehr zwangsweise auf diesem Raster hier bewegen. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Ah, ja, das hatten wir ja gerade schon.
in den Spiegel schauen? Spieglein, Spieglein. Uiuiui, nett gemacht. Alles in Ordnung. Ach, da sieht man auch so ein Ansehenssymbol. Ach Leute, es ist so wunderschön. Ich bin nicht müde. Nee, bist ja auch gerade erst aufgestanden. Es ist viel zu warm für ein Feuer. Piep, deaktiviere Flammenwerfer. Was? Was? Der Dampfodron 300. Oder war es 400? Piep, es ist der Dampfodron 340A. Modellnummer 73849294815728. So genau wollte ich es nicht wissen. 8257528. So viel Zeit muss sein. Man sollte immer höflich zu älteren Modellen sein. Ist er dein Großvater? Gewisse Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen. Piep. Schön. Ah, das gefällt mir jetzt schon. Ein Klavier, aber ich kann doch gar nicht Klavier spielen. Krieg, kannst du spielen? Piep, Funktion nicht vorhanden. Als Dekoration ist er aber auch sehr schön. Oh, schön. Das gefällt mir. Es ist ein sehr schöner Ersteindruck. Ein Zeppelin. Pläne eines Zeppelin. Darauf sind Teile markiert, die defekt sind. Piep, rufe Teileliste auf. Wir haben 0 von 2 Holz, 0 von 2 Erz, 0 von 2 Ersatzteilen. Oh, schade. Dann wird's wohl nichts mit der Reparatur. Ein Buch über eine Pflanze namens Vapophila. Ansehen? Na klar. Okay, die sieht ein bisschen gefährlich aus, wenn ich sagen darf. Die sieht so ein bisschen aus wie so ein Maul, wo die gleich irgendwas frisst. Aber okay. Was haben wir hier? Erde? Ne, keine Ahnung. Ich dachte gerade, das sind das Elemente, aber Erde, Feuer, Wasser könnte ich ja hier noch zuordnen. Aber die anderen drei? Ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt. Diverse Bücher und Notizen über Unterwasserdampfboote. Eine Falltür. Luftig hier. Dies ist nur der Wind aus der Vorratskammer. Ein Buch über Pflanzen, über eine Pflanze, die es anscheinend nur auf dieser Insel gibt. Wenn man sie in einen Behälter mit Dampf gibt, scheint sie eine Art Geschwulst zu bilden, die im Inneren ein nervenähnliches Gewebe beinhaltet. Interessant. Ein Buch über dampfprismatische Projektion. Okay. Diverse Substanzen in kleinen Behältern. Also den Raum hier machen wir heute auf jeden Fall fertig. Auch wenn wir jetzt schon bei 12 Minuten sind, aber ich sollte die Uhr auch mal reparieren. Ach, die da oben, okay. Man kann nie genug Bücher haben. Wissen ist wertvoll. Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Was? Ja, okay, sagt sie dasselbe. Schade. So ein großes Regal und zu allem sagt sie dasselbe. Aber dadurch, dass sie nicht aus einem Buch vorliest, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn es jetzt gewesen wäre, hier steht das Buch so und das auf beiden Seiten von einem Regal ist, dann finde ich das ein bisschen gewollte Liebe zum Detail, aber nicht gekonnt, wenn ich mal so sagen darf. Aber wenn sie jetzt sagt, man kann nie genug Bücher haben, also ganz neutral, dann ist es schon wieder okay. Falls ihr wisst, wie ich meine. Ein Fässchen WD-41A. Perfekt, um Zahnräder zu schmieren oder verrostete Kolben zu lösen. Schmeckt auch recht gut auf einem Brot. Hab ich mal gehört. Kri nascht heimlich immer etwas davon. Piep, du hast keine Beweise für diese Anschuldigung. Nimm doch nicht alles so ernst. Piep. Bei dem piept's wohl. Ah, den habe ich schon mal gebracht. Okay, hier unten geht's raus. Wir haben jetzt 14 Minuten. Ach komm, wir schauen uns draußen an. Wollen wir nach draußen gehen? Piep. Ja, wir haben noch Arbeit zu erledigen. Du wolltest doch den Zeppelin reparieren. Stimmt, der defekte Zeppelin. Aber warum ist er noch mal kaputt? Er wurde seit Jahren nicht mehr benutzt. Piep, rufe Teileliste auf. Um ihn zu reparieren, brauchen wir 2 Holz, 2 Erz und 2 Ersatzteile. Lass uns die Sachen suchen und den Zeppelin reparieren. Ja, es erscheint mir so richtig so. Okay. Ah, schön. Schön hat sie es hier. Doch.
Piep, auf dem Tisch steht ein Dampfprisma. Die werden unter anderem zum Übertragen von Informationen benutzt. Sie richtig zu schleifen und einzustellen ist eine wahre Kunst. Danke für diese Information. Ein Greifarm, um schwere Sachen zu verladen. Er hat Ähnlichkeit zu meinem Greifarm, eventuell ein Vorgängermodell. Du hast sicherlich viele Funktionen von anderen Geräten geerbt. Ich wünschte, meine Verwandten hätten eine ähnliche Denkleistung wie ich. Dann könnte ich mich mit ihnen austauschen. Dafür hast du ja mich. Die Blumen blühen zu dieser Jahreszeit besonders schön. Duft von Blumen kann bei Menschen Erinnerungen wecken. Vielleicht helfen sie deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge. Ich merke nichts. Oh, und die Schmetterlinge. Hier ist halt richtig schön. Oh, oh, oh nein. Ich hab's verscheucht. Wollte ich nicht. Ah, da ist es wieder. Hallo. Oh. Mann, oh. Die Pumpe versorgt den Brunnen und das Haus mit Wasser. Der Wassertank im Haus ist immer voll zu halten. Was passiert, wenn wir mal eine längere Trockenzeit haben? Der Wassertank speichert eine enorme Menge. Der Vorrat dürfte nicht so schnell versiegen. Und danke für diese Information. Die Blumen blühen zu dieser... okay. Okay. Sagt sie immer nur dasselbe. Alles klar, was ist das hier für eine Linie? Ach, das ist eine Ameisenstraße. Oh, ja, da muss ich außen rum. Ich kann nicht außen rum laufen. Ja, geil, die macht da einfach einen Riesenschritt drüber, oder? Nee, ne? Wenn Kri drin... Nee, wenn... Ich kann nicht drin stehen bleiben, aber Kri, wenn Kri drin stehen bleibt, umlaufen die den so ein bisschen, ne? Bei mir nicht, aber bei Kri... Ist ja witzig, man kann die Ameisen ausscheiden. Wer stapelt hier Steine mitten im Weg? Piep, Sachlage unklar, Detektivmodus nicht verfügbar. Hör einfach auf damit. Und ich habe das schon gesehen, dass man sich hinsetzen kann, aber diese Gitarre, die war in dem Video von der Vorstellung nicht neu. Kannst du hier ein Liedchen trällern? Ah, schön. Oh, das ist doch dazugekommen als Detail, oder? Vor uns eine Libelle, oder was ist das? Oh, nett. Sehr, sehr cool. Ja gut, und mit diesem wunderschönen Screen würde ich mich hier für diese erste Folge von euch verabschieden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Video. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde mich sehr freuen und schaltet doch auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Dampftraum. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.